Krieg doch mal einen Schluck jetzt. Einfach mal. Frisch zu den Ball. Es ist unglaublich. Und es ist einfach das Beste in der Welt. Geil! Einfach geil! Ja, du sagst ja, unser Wort ist das beste hier in der Welt. Ende Gelände. Auf geht's, ab geht's. Es ist Ende Gelände. Es ist legendary. Was soll man sagen? Benze, du brauchst das nächste nicht bringen. Es sind ja nur im Sand georgen. Putten haben echt Unrecht. Aber was soll man da sagen? Ja, zweimal der ist der schönste Keller. Ganz Frank. Es ist so schön dort, da zu sitzen. Aber was sagen die Spanier zu mir? Was sagt der Spanier? Der Spanier sagt 8. 8 sagt der Spanier. Letzte Runde war es noch 9. Ja. Jetzt ist schlechter geworden. Ach, bitte. Ich bin nur ein bisschen. Aber es ist gut. Aber ein bisschen schlechter als letzte Runde. Leon, was sagen die Facebook-Kommentare? Na, lass mich mal sehen. Gibt es da Hate aus? Gibt's da Fister Ultras? Wo sind die Fister Ultras? Nee, die rasten jetzt alle auf. Sag an. Die ziehen jetzt durch die Straßen, ey. Lest mal ein paar Kommentare vor, dass sich die Leute vorkommen, als würden sie wirklich was bewirken. Ich kann leider keine Kommentare gut vorlesen, weil da eine ziemliche Zeitverzögerung drin ist. Deshalb aber was steht bis jetzt drin? Ja, ein bisschen bestes Spielblatt. Grüße Gott. Ein paar Begrüßungen stehen drin auf jeden Fall. Sag mal die Namen. Lest mal die Namen. Jetzt sind sie, glaube ich, keine gute Idee. Wieso? Heißen die Hans-Jolo? Hans-Jolo. Fünf fürs Georgen. Ist ja auch wurscht. Wir brauchen da ja nicht mehr rum. Sechs fürs Georgen, aber ich meine... So. Gott, schmeckt das gut. Max, was waren deine Punkte fürs Meister? Der Nachgeschmack. Der Meister ist das perfekte Bier. Also 10 Punkte. Nicht der Wahnsinn. Es ist... Ambrosia aus einem Menzel. Nee, es hat die perfekte Balance aus allem. Aus allem, ja. Es ist frisch, es ist spritzig, es ist cremig. Es ist cremig, es hat einen Zuckerschwenkstelle. Für die zweite, es hat, ja. Für die zweite. Es hat Karamell. Karamell. Es ist einfach... Das ist die zweite, oder? Das ist zweite. Warte. Meisterhell. War das Meister? Hat einen Punkt weniger als vorher. Oh, aber das... 38 Punkte jetzt, anstatt 39. Ich bin eine Person, ich mag die Dunkel besser. Ja, merkt man, dass du Dunkeltrinker bist. Ja. Aber mir schmeckt dunkel. Sorry für die anderen, ich werde an 9 geben. Das ist okay. Das ist ein sehr, sehr gutes Bier, aber Meister... Die hatten nicht in dieser Kompetition an Guinness. Ja, trotzdem Guinness. 8 Punkte weniger. Also. Alter, Guinness. Wann und wo erhängen wir ihn? Ich weiß nicht, sagen, ich liebe Guinness. Also in Deutschland weiß ich es nicht, aber Pint of Guinness. Keine Hängen. Pint of Guinness, bitte. Pint of Guinness ist die beste. Peter, also, ja, halt mich zu, halt mich zurück. Ich würde es gewalttätig. Für eine Spanier-Opinion, das ist verdammt du geil. Willst drei Jobbieten und du willst, du bist ganz gut, aber ganz gut. Guinness. Also ganz gut. Guinness. Aber ganz gut. Geil. Ja. Das ist die ganzen Guinness, du musst mich sagen, es ist ganz gut. Die Pint of Guinness. Gut, also, Herr Schiedsrichter, können wir dieses Debakel jetzt einfach. Und Sabo, ja, Meister 38 Punkte und Georgien 30, also Meister ist weiter. Okay. Wer hätte es gedacht, also ganz ehrlich. Aber das Halbfinale schaut gut aus. Das Held gegen Altenberger und Pisser gegen Meister. Also, ja, mein Pisser aus dem Ohr ist voll gut. Ja. Eigentlich habe ich das prediktet. Komischerweise, ja? Sag bloß. Irre. Aber Meister, hey, du sagst, das Trinkkartell liefert das sogar hierher. Ich habe gehört, dass die das bekommen, ja? Ich will jetzt mal nicht spoilern, aber meine Schwiegermutter liefert das jetzt auch. So. Sehr gut, sticht. Da sind wir dabei. Aber ich bin gespannt, ob es jetzt noch ein Unentschieden gibt in den nächsten Runden. Das ist echt gutes fränkisches Bier, aber es ist gegen die Ambrosia aus Unterzaunsbach eher los. Die tollste Geschichte bei dem ist ja, die haben zwei verschiedene Kästen.
Den einen Kasten gibt es, wenn du den dort abholst. Und den anderen gibt es so im Handel. Das geht ja. Haben die so einen Special-Kasten oder was, ja, den man sammeln kann? Ja, wirklich. Also das Helle gibt es wirklich, also wenn man einen gut sortierten fränkischen Bierhandel erkennen will, dann hat er das Helle vom Meister. Und davon gibt es in unserer Gegend. Aber sag bitte, willst du damit echt das Landbierparadies beleidigen? Wir haben es nicht. Landbierparadies, warum habt ihr das nicht? Es wird Zeit. Landbierparadies, Zeit. Hört mir zu. Ich bin Stammkunde. Die ganze WG trinkt euer Bier. Aber nur das Vollbier von Meister. Aber das Meister ist nicht dabei. Bis jetzt der wohl bekannteste Bio-Natural-Wine-Händler Norddeutschlands. Die haben bei mir gerade bestellt, 6 Flaschen Meister hält. Und gesagt, Max, der Hype ist uns zu groß. Ich schwör's, wir können nicht standhalten. Schick uns bitte 6. Kennen Metzgerbräu noch nicht. Wäre jetzt auch in dieser Verkostung vollkommen, wenn es irgendwo erhältlich wäre. Aber der ist, ich schwöre es dir, du bist so wahnsinnig enttäuscht, weil deine Erwartungen zu groß sind. Ja, ist, also nach so einem. Wenn du sagst, ja. Ich trinke aber jetzt nur noch Zeppelin. Maestro von Lubianco. Ich von Lubianco. Ja, oder? Ich muss Brut machen. Hier. Let's go! Von der Bianco. Mein Boss hat gar nicht. Ja, von der Bianco. Du machst was? Oh Gott, oh